begrüßen euch dann heute zurück zu einer nächsten, letzten Episode, text wahrscheinlich von unserem Let's Play von Mario Tennis Aces. Ja, letztes Mal war im Hafenstadion, wir hatten ein langweiliges Match zu kommentieren, wir hatten dann ein spannendes Finale am Sinn von der Bowser-Witze, schreit gewiss, und beginnt da dann zu leeren Ruinen am Tempelschrein. Muha, freut mich, dass du bis hierher gepackt hast, Mario. Luzen ist die Leute Einheit, hat mich, als du mal der Absolut. Also, der gesitte Bowser hat auch noch ein Mittelskin, heißt ich auch da. Die Level auf deinen lächerlichen Armtisch noch vielleicht gestiegen, aber gegen den großartigen Bozius. Also, es ist schwierig. Du hast ja nicht viel überhaupt geht, mich unzutreten. Also, gut, ich stelle mich da gern. Weiß nur, dass du kannst. Wir gehen also hier an Solarius. Nicht an die Ruine, mehr an den Solarius Tempelschrein. Und ihr wisst, der bösartige Bowser, den ich Lucius verfügt, erhielt noch heute zu klappen. Final von Mario Tennis Aces. Ich hoffe, euch gefällt es noch heute. Und da sehen wir, wie ein Pokémon mit einem Schutzschild hat, die fünf Plätze nicht, die muss ich aufschießen. Und auch da sehen wir, wir werden die Schwierigkeiten haben. Für überhaupt am Anfang der heute zu packen. Das Level, ich hatte nämlich am Kopf, also das ist gut. Ich muss so das große Challenge-mäßig auch hier mit einem Timer von 300 Sekunden, um mal den Ball ein bisschen verfehlen. Da gehen wir direkt 5 Sekunden Minusstrophe raus. Und wir werden nämlich ein bisschen in Partei in Playthrough probieren. Und dann im Englisch aber, dass wir mal hier noch Kate packen, aber nicht beim dritten Versuch. Denke ich, dass das möglich ist. Wie hast du das Level hier abgebaut? Natürlich mit 3 Leben, natürlich 3. Drei Phasen muss man hier am Level machen, wie immer bei einem Boss. Drei Herzen muss er fort. Und wie das gesagt, den Bowser featuring Lucius, kurz dann Bozius. Möchte euch Schwierigkeiten, wenn ein bisschen den Timing haben, ein bisschen rauskriegen. Also vielleicht, wenn man den Timing gleich für die Kugelfilz nach dem Kopf hin. Ne, muss ich sagen, also von dem Lucius sein Fähigkeit, dass hier das so viel Schutzschild drunter der Schuss. Ganz interessant. Mann, ja. Aber das halt zu machen, die sind mit kleinen Alkies 5 Baldurin gehalten, also 5 kleine Flaschen, die man musste dann noch treffen. Natürlich Genauigkeit geteilt trainiert. Und wieder dem Besitz. Genauigkeit möchte ich ein bisschen Schwierigkeit. Und halt nutzen die Blumen Murst und ich gucke dann einkehr zu zielen, dass man dann auch die Schutzmauer, das Schutzschild vom Bowser wegkriegen. Voilà, hier ist dann die nächste Task. Wir müssen da mal hin, ein Kontellisch will, muss ich einen mal blocken. Die Blocking ist auch schwer, weil das ist nicht ähnlich, dass ich einen Tennis-Matcher, einen Tennis-Spell, also ist eben hier abschließen, damit dann die erste Passage überlebt finden. Also das ist wirklich für Final Boss ganz gut gemäht. Hier natürlich auch, dass du keine Mutschung von anderen Levels. Das bisschen windig hier geht, bisschen lüftig sozusagen, an mir und drin. Hier verzweifelt ihr an hier, ob es ein bisschen Energie abtanken. Hier auch noch ein bisschen schwierig hier, weil ich das da mit mir verliere ganz viel Zeit. Und wäre das ja nur leider Gottes auch manchmal First Fight nicht gelingen. Das wäre natürlich ein Glück auf der Hand, dass man hier schwer Geige nachkriegen kann. Das ist gut. Und hier ist wirklich, wenn man das hier packt, dann könnt ihr euch wirklich als Mario Tennis Ass auch. Die Finne ja. Ich meine, wir werden noch 6 Passagen, die wir müssen halt kreieren, Quatsch und Trisch abgepasst haben. Wir auch hier überhaupt verloren, für die Fähigkeit zu packen. Natürlich, da kriegen wir auch immer Strafzeit. Ich gucke ein bisschen noch mein Tennis-Hacker zu saven. Also, ja, das muss ich herstellen. Das ist ein Final-Boss, aber das ist ein Rappen. Ich lasse Purple durch. Ich kassiere minus 5 Sekunden permanent. Und der Boot, das First 2. Und ich kann mich selber das sehen, dass ich am First 2 Web Stack gepackt habe. Insbesondere im letzten Level von dem Spiel soll ich noch ehrlich gesagt in den First 2 eigentlich packen. Ja, schon ein bisschen nervt, ich denke. Auch hier sind Schläge richtig schwierig, für dort drei Fälle zu blocken, und dann auch eine große Challenge. Das Timing ist natürlich ganz schwierig, wir kriegen da aber hin.
Der war auch sogar First Fire waren die last 10 zu kommen. Voilà, du gehst nach mir schwer, wir kriegen hier eng. Wir kriegen hier noch eine Schwierigkeit angebaut. Am Sinn von, wir können gar nicht durch mit, wir sind halt quasi blockiert. Voilà, und wir sehen, wir haben halt Zeit lebt auf. Wir kommen leider nicht an die letzte Passage ran. Und aber denken ich, dass du es machbar, wenn wir so ein bisschen ein hier drüber gehen. Ein weiterer Attack probieren, wir sind on fire. Ihr wisst, wie der Teile auflebt. Den Bootsius sozusagen, da war ein Kerl Story angebaut von der Mario-Welt. Ich merke direkt, dass die Filme dran ist, so viele Konzertwerke. Ich blocke den durch, da ist ein gutes Intro für dann so eine Geschichte und zwei. Halt, weil er leider ein bisschen frei. Na, aber denk ich, wir sind guter Dinge hier gegen den Duo zu kämpfen. Ich muss euch so dass ich ein paar die Mario-Spiele auch gespielt habe, die High-Boss gefällt mir aber im Endeffekt ziemlich gut. Mit seinen Schwierigkeiten friedlich wirklich vieles denke ich auf, was in der ganzen Story erlebt ist. Und kann sie eben können, denke ich, beistellen. Heim ist wirklich eine ganz gute Zeit für die ersten zu spielen. Ihr merkt, dass sie noch ein Feuer will schlafen, ja, hier will ich mich halt probieren. Eine stürmische Zeit. Voilà. Eine ganz stürmische Zeit gehabt hat. Das ist wirklich so eine Schwierigkeit, dass ich dabei die Welt positionieren sich immer im Neu. Und Friedrich natürlich soll halt wirklich erkennen, dass ein Power-Ding zu benutzen ist. Und ganz ehrlich, ja, weil ich gerade viel Zeit von dem Ball her so aber dann treffen gave, wo der Friedrich nicht so gut wird. Und hier eine schöne Blockage von mir, die dann da eben dazu zwingt, dass wir direkt halt können führen. Und auch hier werde ich eben einen Mursch benutzen, da wir sehr auf 4 kommen. Und so als eben wäre deine Möglichkeit rausspielen für den Tritt fast zu kommen. Und du siehst, dass die zweite Kerl gemäht hat, man zweite Herz halt aufgeschlossen wird, 107 Sekunden nach Gap. Es geht natürlich noch bis zu einem Mann durch diverse minus 10 Phasen anzuläufen. Weil er hat gesehen, dass du spielst. Also, ich komme schnapp, wie du so zick kriegst, für das minus 10, minus 20 hast, um jetzt rauszugehen. Also, minus 20 kriegst du halt Monst. Die Tour war noch, das hätte nicht missen sehen. Auch Heilo, wirklich ein schwerer Passage. Du springst quasi dran. Wir sind natürlich schon ein bisschen um Sammeln, Heil und Energie. Und du hast eben gute Dinge durchgegangen. Dann erlebt man noch vielleicht die letzte Kaja. Da hat man hier die Bootsius, wie noch echt über jetzt. Vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten machen. Auch hier die Blockage gelingt das direkt. Da geht dann mal in die richtige Richtung. Und dann liegt da die Blockage stimmt bei mir. Wir kommen ganz gut vier Runden. Wir sind an der Party drauf. Natürlich auch, wir haben ein bisschen clever gespielt, indem wir genug Energie umgesetzt haben. Die Ball ist ein bisschen missgelegt. Da habe ich mal viel Zeit verloren, weil du einfach die Positioning ändert. Wie du auch siehst. Und auch da haben wir verlieren genug Zeit, was ich nicht, ob sie kann, nur geht. So, last pass, es geht nur ganz, ganz eklig. Wie gesagt, es hat Bell, Komma und Dore geflogen, diese scheinen Timing rausfahren zu tun. Dazu kannst du kommen aus dem Brunnen, es wird nur groß. Spannung bei GB zum Schluss. Und minus 5, minus 5, wie gesagt, es hat nicht mit Krampus. Es geht halt wirklich last minute, last second. Nur gucken, dass die Boutique da klappt. Es geht so eng, mal 2 Sekunden. Die als fehlen mir wirklich den Durchschluss hat aus sich gehabt. Der Lucius Schleier ist weg. Den Tempel ist zerstört, um Wefir zerstört zu gehen. Den
Bozius geht quasi heiren Proven an mir hunn Teleporter von dem er gönn kann tun. An du mo der Live Tennis frönn aset vollbrüscht. Du hast gepackt, Mario. Du hast Bowser an Lucius geschlagen. Los unserem Frieden auf dieser Insel den Zweck erkennt und Gehstoff wie der Solarius härter am Hero holen. Vielmals merci, Mario. Und noch vielmals merci auf dieser Platz und ihr, da ihr den Let's Play ihr Schei angeguckt habt. Da haben wir den Hümmert gepackt. Wir haben noch quasi 6, wenn nicht sogar 7 meint, den Hai Let's Play Part. Projet auch zu Ende bricht. Böser hat sich Lucius sein Mist ugeeignet und hat dich wie an der Legende für Restgesund genoss am Duell gegen Dubermest herausgefordert. Aber dank deiner Kraft, die du der Story an der Aventur beigewonnen hast, kannst du dich schlagen. Von länger Victor wird auf der Insel ganz viel und über viele Generationen nach hinweg gezählt gehen. Es sind ein lebend Legende, respektive der Mario aus ein lebend Legend. Also ich hoffe, dass ich nicht immer Tennis aus, wenn ich aufs Discord rauskomme oder so, wenn ich gelebt, eine schöne Story durchgespielt. Das war keine einfache Aufgabe, Mario, aber du warst große Retter an der Not. Vielen merci für deine Hilfe. Ich fand nachher mal, Mario guckt ein bisschen verdammt dran mit Bohnen und nur so ein Battle gibt es auch ein bisschen auf Rack. Ich kann immer noch nicht leben, dass es wirklich so schleier geht. Ich schleier die Leute in seine Kontrolle bringen lässt. Wäre da wirklich neidisch, die Sache fertig zu machen, das ist eine Verschwendung. Ja, ja, dann wäre ja bei Luigi, warte dann einfach aus sich. Sich gruppen. Absolut, mit dem Ding hat, da hätte man die besten Spieler von der Welt können sehen. Man kann noch nicht die Schleier, so geht man halt. Gut, ich habe nicht so zugeleiert, zu der nicht gesehen, dass der Mario, trotz seiner schrecklich übermischt um Lucius den Böse hat können schlagen. Naja, das ist nicht mit so. Es sind aber am meisten froh, dass Luigi zurück ist. Ja, Luigi hat den Held von der Nation in der Sorge zurück. Ein schrecklich Mist ausnutzen hat und die richtig stärkt, weiß den. Wer ist denn eben just mit seinem Charakter etc. Pipapo, also weil es mir sehr gern und heißen das Credits vom Spiel an mein Fazit von diesem Let's Play, von dieser Story Mode. Story zu betonen, eine Story, die eben so war und so aus, wie sie eben so vom Release vom Spiel rausgekommen ist. Auf erster Platz ein Shoutout und der Relvoy, den am Jahr 2018 tänerisch behauptet hat, der gibt das hier im YouTube-Channel Let's Play und das gemäht hat. Aber dadurch, eben heute die Abisch gehen, heute über 6, 8 meint, diesen Let's Play für euch zu produzieren. Also, Relvoy, wir verstehen, dass du bist ein Troll bleibst, du bleibst ein Meme-Lord of the Memes. Nein, kein Merci an dich, dass du mich heute quälen gedauert hast für 6, wenn nicht sogar 8 meint lang. Mit immer meinem Kopf, Hannah-Kopf zu tun, du musst die Let's Play von Mario Tennis finishen. Es ist so ein Dialog auf der Nintendo Switch, ich habe immer wieder Let's Play gesucht. Meiner Meinung nach soll ich Mario Tennis Aces als Spiel auch als einer Kollektion haben. Auch von den nicht besten Tennisspielern aus, da ist aber heute so viel ab und zu eine kleine Party zu machen. Und allzu schlecht. Wenn ihr wirklich guckt, für drunter, wir hatten oft so Releaser wie New Play Control 10 oder wie Ära. Also, das ist Nintendo gelungen, einen besseren Pep an die ganze Story heranzukriegen. Das ist ihm noch gelungen, mich heute zur Verzweiflung zu bringen durch diverse Levels, wo ich lange gebraucht habe, um es zu finishen. Also musikmäßig top, Story, grafikmäßig auch viel schöne Levels, also viel Tennis-Terrain ganz schön angebaut, die mir persönlich ganz viel gefallen. Ihr seht auch noch ganz schön Bilanke als Fazit. Und es ist wirklich merci, dass der Teil auf 40 Parts man nicht verfolgt hat bei mir. Für mich war es eine Challenge, um ein Let's Play Part zu machen, weil das leider Gottes so. Durch Nintendo-Politik mit ganz short Announcements ist es für euch schwer mittlerweile hier als quasi Let's Player, den er als Hobby und plus auch möchte und nicht beruflich, überhaupt eins zu Let's Player zu machen. Ich hatte lange Pause,
durch quasi beruflich drin am Sinn von, das war damals eben die Zeit, wo ich den Ausstellungsexamen hatte. Ich hatte auch eine Zeit, da hatte ich ein bisschen Case mit dem Let's Play, weil ich nicht zufrieden war mit dem, was ich auf YouTube gepusht habe. Ich denke, trotz einer langen Pause, bin ich jetzt halt ermöglicht, 14 anständig Parts zu präsentieren. Es gibt mich auf Feedback von eurer Seite so ein Kaffeeren, ob euch die Parts überhaupt gefallen, ob sie zu langweilig sind, ob die Commentating zu monoton ist, ob die Commentating nicht enthusiastisch genug ist. Ich muss natürlich auch so ein Let's Play, den ich noch kommentiert habe, also schon diese Serie geholt, an der Mitte von quasi nur einem Drittel, wo ich gespielt habe, nutz kommentieren, weil ich gemerkt habe, ich kann mich auch nicht richtig konzentrieren, für Tennis zu spielen, an erst die App Sinnvolles. Was ich zu schwätzen. Wie gesagt, ein großes Shoutout und Relvoy, danke dir, den sich damals gemeldet hat, für Teil dazu zu machen, den dünner aber verschwunden ist. Am Jahr war demut am Trailer von 20 Urschlingen gesprengt. Erik, du lernst auch noch, wo uns da teilst. Und 20 Urschlingen hat man den Marco Tennis Ice Let's Play annonciert am Jahr 2020, als du mal rauskommst. Wir wissen wert, wenn das rauskommt, quasi den Menschen hier am Land, den der Plötzburg eigentlich gemäht wird. Das ist natürlich bedauerlich. Ich gebe mich immer im Freien von anderen Leuten nachgeben, ob Plötzburg ein Let's Play machen. Auch auf dieser Platz, wenn der einen motiviert sieht, für Nintendo Let's Play zu machen. Und der will aber chinesische YouTube-Channel lösen. Von der Let's Play auch fertig, ich würde mir nicht gerne für Schrupp, mir gehen nicht Credit, sondern dass es kein Problem sieht beim Dino, der Nurlo mittlerweile schon am Gang aus meinem Let's Play von Pokémon. Und wenn er so mir auffällt, tut so ein Bescheid, wenn der so die Welt gerne spezifisch Spieler gesehen, von der Storywelt gesehen, die mir abholen. Da so das Bescheid, mir ist so nicht schick als Kondition, es sollen noch schon Spieler sehen, die doch ermöglichen werden, Let's Play zu machen, am Sinn von 20 bis 30 maximal Parts und nicht wie Breath of the Wild. Breath of the Wild Let's Play ist nicht machbar, sonst ist ehrlich. So, und da weiß ich schon noch, was eben, nachdem es 20 Urschlinge da so programmiert kommen, was 2019, respektive vielleicht Anfang 2020 da noch rauskommen muss, werde ich eben dann hier vielleicht am Hirstandwert präsentieren, zu einem kleinen schönen Autogramm von Mario. Aber es ist Tele gemalt, der hoffentlich im Wäsch geht. Und da weiß ich noch so ein 8 DLC, den sie angebaut haben am Spiel. Da hat man dann als Bonus kleiner Kerl am Hirsch, in Form von einem Let's Play, der wisst, pardon, in Form von einem Livestream, dass eben ein Bonusfeld, die man gesehen wird, wo ich persönlich auch noch nicht großartig viel Wert drauf lege. Voilà. Es brodelt am Wasser und da könntest du ein neu Platz durch den DLC aus dem so dran kommen gewischt. Für mich geht jetzt nicht so, dass im letzten Play dort so, weil das recht nur 2 Jahre quasi rauskommen gewischt. Wir gucken es aus, ich stecke kurz und knapp an Türen umdrehen. Ruine von den Prüfungen. Mario am Süden vom Hafenscheid aus ein kleines weiter Ruin abgetaucht. Keim und Lucius besiegt, geschieht er so, ist typisch. Also typisch Nintendo, effektiv. Die Challenges, die Prüfungen, gehören wie gesagt nicht für mich zum Let's Play dazu. Das wird 20 Urschlingen auch nicht im Programm 4 gesehen, denke ich. Truine von Prüfungen aus am Abenteuermodus Ramin hinzugefügt gehen. Ist so nicht ehrlich, 20, also am Herstellt, würde ich das doch blind machen. Ob ein Hauptaccount dran, und da gehen wir uns da ein bisschen nur gucken. Ich gehe nur ein bisschen sehen, ob ich da durchgucke, was das überhaupt ist. Ich kann es nicht so wie die Ziege definiert und nicht 1-2 Levels probieren, dann hat man schon keine Lust mehr. Wie gesagt, am Hirsch, wenn das alles richtig klappt, werde ich hier auch erklängen. Livestreamer machen, das soll ja immer ein bisschen mehr speziell Sache sein, als ich hier, wir gehen uns angucken, wir gehen los, was das überhaupt für Levels sind. Wie weiß, vielleicht gehen doch mehr Livestreams, wenn ich motiviert bin, also durchspielen und nicht so viel demotiviert sind. Also ihr seht heute mal schon erstens, dass ihr könnt euch auswählen, weil natürlich ist es schon gut gemäht. Es bauen eine neue Level, eine neue Welt an und Story, aber wir kommen nicht da wie auf die Platz. Ihr seht ein hier schön, wie das ganz ausgesehen hat, eine schöne Weltgeschichte. Aber wir machen hier die ganze Tour als Krönung vom ganzen Let's Play. Wir verlaufen uns heute ein hier am Busch, wie wir die ganze Geschichte hier gemäht haben, pur anekdotische Momente für mich. Pur schöne Battles gehen, wo kommen wir in den Platz geschehen, da hat es nicht so schöne Battles. Geht natürlich schon noch vielleicht auf den Eisbirsch, muss das da sein. Ja, jetzt noch vielleicht die Buhwelt, sorry. Also wir müssen eine lange Zeit hier an der Villa mal war von Illusora. Ganz schön Moment doch da gehabt. Der Level war der Grund,
wieso wir ja nur ein Shit machen, dass du im Höhlen und Top und dann nur kommentieren. Du wirst ja wert, die fucking Scheigeist, sorry, du merkst, okay. Das ist immer wirklich ein Nervenkrasch. Wir haben nicht die meisten Nerven kommen wir noch gleich dazu. Die hört also ganz andere Krasch, der hat vielleicht geklängt, Giveaway du gesehen gehabt. Von meiner Seite ist Top-Lesung, das war natürlich der Fight geht der Comeback, wo ich die meisten Schwierigkeiten hatte, das Let's Play-Projekt habe, die mich am meisten demotiviert hat. Weil ja, wir gehen einfach nur lernen, wir schwätzen das Thema, ich konnte du wieder gesehen. Dann kann ich eine schöne Revue passieren los mit all den Levels, wo ich natürlich auch so als Kritik, ich hätte noch mehr Levels können als Spieler abbauen, mich denken als Klängen, Story Mode, also der war angenehm, weil ich meine mehr Tennis als selber spiele. Ein Hauptbüter ist, ich spiele mit deinem Kollegen, wir spielen auch die Pämmen da lang. Zum Mut, so eine Weise Story, also ich mich später mehr Tennis-Geschichte angebaut. Gehen! Wie gesagt, ein größeres Merci an euch, wenn ihr heute noch guckt habt. Ich habe ja immer gesehen, pro Part sind aber immer 10 bis 15 Views gewischt. Geht mich schon zu interessieren, wie sind die 10 bis 15 Leute, die werden? Sind immer stille Zuschauer, so ein Schmoll. Ich kann nicht die Welle mehr für einen Let's Player und auch für einen YouTube-Produzent quasi halt für Content. Außerdem ein bisschen tauschen mit WSW und das. Die Ruine noch anscheinend etwas um Solaris zu denen, also im Sinne der Hayankei, wir gehen Twitter über Trippeln. Einmal dann eine Blauprüfung, eine Gel, eine Ring, eine Rotprüfung, und wir kommen noch mit. Also wir können noch ein bisschen nichts ausfällt, das loben, wir sind nicht blockiert. Wie gesagt, dass das etwas hier am späteren herrscht, von Jankei, was das Projekt beisehen. Wir werden noch viel zu denen und sehr viele World Cup an Amerika, 8 Deluxe, und noch andere Sachen, die noch im Aufschließen sind. Es soll nicht mehr sein, nur gucken, und dann ist es bis bei einem weiteren Projekt hier im YouTube-Channel von Team Lützebüsch. Ich meine dann auch schön das Aufschlussbild der Tisch, der das hier eben hört. Grüße, merci für euren Support. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist nicht zu viel gelangweilt. Und dann sehen wir uns am Hören uns bei einer neuen Episode. Ich denke, vielleicht am nächsten Jahr. Ich gehe so in diesem Jahr generell Sachen aufgeschlossen. Weil ihr wisst gar nicht, kann, wenn dir das ganze Projekt hier noch sehen und auch merkt, wie viel Zeit da in seiner Freizeit kostet. Wieso? Grüße, merci an dann aus bei einer anderen 10. Vielleicht bei einem gemütlichen Discord-Call, wo du eine Sache will durchschwätzen. Dafür sind ich auch gerne da. Und das war es dann. Was hat mir die Let's Play halt berührt? Ich habe eine Donkey-Maske hier im Leuen. Das ist ein Highlight für mich. Also das ist wirklich... Also Cheryl, Caro, Pilo und Melvin, die sind die Best, was das da war. Umgeht. Das ist ein Highlight für meine 14-jährigen... von der Skull... schon 15-jährigen YouTube-Karriere. Kann die Tabelle gar knallen. Ist schon ein Donkey Kong Maskerhut von diversen Fanboys. Dafür machen wir es. Zum Moment, dass ich flott, zum Moment, dass ich cool von der Schweiz. Schön stopp, dem was von der schönen Auto, aber die Zähne am Kopf, wo sie hier rauskommen sind, was hier spendig. Also, die sind genial, wie gesagt. Wir hören das dann in einer Kehr. Schon lange war zu, mir schön gern gemäht. Wie ich immer gemäht habe, alle Projekte, die ich aufgeschossen habe. Bis die nächste Kehr. Ciao, ciao.